Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Was ist, wenn ich mich verhaspel, wenn ich einen Blackout habe, wenn ich mich zum Host mache? Aufregung, ganz oft Thema in meinen Medientrainings. Was also tun gegen Aufregung? Jetzt in meinen Haas-Hacks, Learnings aus dem Medientraining. Zunächst einmal ist, glaube ich, der wichtigste Tipp, habt keine Angst vor der Angst. Denn dieses Gefühl ist ein gutes. Umarmt das, denn es treibt euch zu Höchstleistungen an. Es lässt euch fokussieren, es signalisiert euch, gleich leiste ich etwas und gleich muss ich total präsent sein. Ohne diese Aufregung und ohne diesen Adrenalinkick wären wir längst ausgestorben, denn es sind die gleichen Hormone, die damals unsere Vorfahren schon haben fliehen lassen vor Bären und Löwen. Also ohne Angst wären wir alle längst tot. Und Angst lässt euch wachsen. Also Aufregung ist etwas Gutes. Dann hat mir einmal eine Resilienztrainerin empfohlen, eine liegende 8 zu malen, also ein Unendlichkeitssymbol. Zum Beispiel hier auf den Handrücken oder auf den Puls oder den ganzen Körper sogar rotieren lassen in Form einer 8. Also so ein wenig hin und her zu pendeln, das soll einen runterholen und beruhigen, Harmonie schaffen. Probier es gerne mal aus. Und dann gibt es Affirmationen, also Glaubenssätze. Eine befreundete Lehrerin hat das mal in ihrer Gymnasialklasse gemacht vor einer Klassenarbeit, wo alle Schüler und Schülerinnen aufgeregt waren. Und sie meinte, ich sage euch jetzt mal 4 Sätze und wenn ihr mögt, sprecht sie mir nach. Und zwar, ich bin stark, ich bin schlau, ich werde geliebt. Ich kann alles schaffen. Und die ganze Klasse hat das dann wiederholt und die fanden die Sätze so toll, dass sie dann immer sagten, Frau Müller, vor jeder Klassenarbeit, können wir diese 4 Sätze nochmal sagen? Und natürlich kannst du dir die Sätze auch formulieren. Sowas wie, ich habe was zu sagen, ich bin ein Profi, ich bin richtig gut vor der Kamera, mir kann gar nichts passieren. Sowas zum Beispiel. Probier es gerne aus. Wenn dir die Haas-Hacks gefallen, hinterlass mir gerne ein Like oder einen Kommentar oder ein Follow. Und wenn du mit mir arbeiten willst, dann weißt du, wo du mich findest. Eure Silke.